Wer sich viel vornimmt, dem kann auch viel misslingen. Steht hier, deswegen einfach, let's get it. Alles geht! Shoutout an alle ungewollten Kinder. Seine Apple Watch einfach verloren. Kinda like the style right now. Also normal mache ich halt immer erst einen Plan und dann trinke ich zum Beispiel einen Red Bull oder einen Kaffee oder füge mir die Energie zu, die ich brauche, um den Plan zu vollziehen. Aber heute habe ich gedacht, der Plan heißt einfach Handlung. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Es ist halt gut, einen Plan zu haben. Ich meine, allein dadurch kam halt mein Video zum Rolling Loud zustande, wo ich einen FAQ gemacht habe und alles erklärt habe und sehr viele Zuschauer dazu gewonnen habe. Aber es ist nicht gut, wenn es einen auffällt, an die Planung zu gehen und man dann einfach nichts macht. Ich meine, ich habe hier so eine komplette Morning Routine, aber hätte ich niemals angefangen, mich einfach mal zu duschen, ohne einen Plan zu haben, dann könnte ich die überhaupt gar nicht entwickelt haben. Das ist wie ganz allgemein mit den Videos. Ohne das Risiko, eine Aufnahme zu machen, die ich verkacke, hätte ich niemals die Chance auf eine Aufnahme, die gut funktioniert. Warum können meine Haare nicht so bleiben? Sie sind einfach noch nicht trocken. Ich muss weiter föhnen, ne? Aber guck mal, das hat so voll die Instagram-Model-Vibes. Ich hasse das. Ein Risiko ist im Grunde eine Chance. Die Chance, bei dem Risiko einfach keinen Plan zu haben. Und komme ich da nicht rein? Die Chance, beim Risiko keinen Plan zu haben, ist am Ende mit einer geilen Story dazustehen. Digga, ich habe hier übelst den blauen Fleck. Vom Rolling Loud immer noch. Mir fällt gerade auf, ne, ich mache ja so gerne Pläne. Immer dann, wenn ich einen Plan komplett durchstrukturiert habe, dann wird er mir langweilig und ich schmeiß alles über den Haufen. Weil ab dem Zeitpunkt ist ja das Beste, was passieren kann, alles, was ich eben geplant habe. Aber das ist ja schon langweilig, weil dann weiß ich ja schon, was passiert. Und das ist ja nicht Leben. Leben ist ja Aufregung und Spannung. Wir machen auch unsere gesamte Zufriedenheit vom Erfolg unseres Plans abhängig. Das heißt, wenn schon irgendwie eine Kleinigkeit abweicht, dann kann das schon zu Problemen führen, die uns einfach stressen. Die lustigsten Dinge passieren meistens ungeplant. Shoutout an alle ungewollten Kinder. Deswegen sind die auch so lustig, weil die haben einfach was zu kompensieren. Die meisten machen hier den Fehler, dass sie hier schon umdrehen. Dabei kannst du einfach so rückwärts rausfahren. Und dann kannst du hier perfekt mit dem Drift reinfahren. Beste Ecke einfach im Aldi. Ich camp immer irgendwo mit meinem Wagen, dann laufe ich immer rum und hole mir meine Sachen, weil ich keinen Bock habe auf irgendwie diese Wagenkämpfe in den Gängen und so. Ui. Ob ihr Dinge plant oder nicht, hängt halt so extrem davon ab, ob ihr gerade eher ein Bedürfnis nach Sicherheit habt oder nach einem Abenteuer. Und je nachdem, ob man in letzter Zeit zum Beispiel das Gefühl gehabt hatte, dass man zu fest eingebunden war in gewisse Prozesse, dann hatte man dadurch zwar eine Sicherheit, aber man hat einfach das Abenteuer vermisst, weil alles schon so berechenbar gewesen ist. Und es ist total ein Abenteuer, hier über die Straße zu gehen. Ja. Und manchmal passieren aber auch so viele Dinge, dass wir so viel Trubel haben und so viel Abenteuer, dass wir uns wieder nach Planungssicherheit sehnen. So, und in meinem Leben war es in letzter Zeit einfach so, ich war ganz normal angestellt, 3 Jahre, alles war sehr berechenbar und so. Und dann finde ich das irgendwie zu langweilig. Guck mal, ich habe gerade echt gedacht, jemand hat seine Apple Watch einfach verloren. Digga, so, hä? Digga? Hä, warte, ist das jetzt real oder? Na, guck mal, das ist so ein Spielzeug. Guck mal, wie lustig. Guck mal, meine Stadt ist einfach zu groß dafür, als dass man sich auf der Straße Hallo sagt. Und gleichzeitig klein genug, dass es einen unangenehm ist, draußen Vlogs zu machen. Jetzt mal Aldi Hall, wer auch immer, genau auf den Cent sagen kann, wie viel das hier alles gekostet hat. Der bekommt genau den Betrag von mir über PayPal geschickt. Bis morgen zum Vlog. In die Kommentare schreiben. Man hat nur einen Tipp, ne? In einer halben Stunde kommt jemand vorbei, um diese PS3 mit ein paar Spielen und einem halb kaputten Controller abzuholen. 40 Euro, kaching! Und ihr wisst ja, wir sind ja in so einem Monat joblos, also we kinda need the money. Mein Dad schickt mir gerade eine Sprachnachricht, wo er darauf reagiert, dass ich die Stelle bei der Deutschen Bahn bekommen habe.
und sagt dann so, ja, du bist einfach ein guter Planer. Aber er wusste zu dem Zeitpunkt, jetzt weiß er es, aber zu dem Zeitpunkt wusste er gar nicht, dass ich einen Tag davor gekündigt habe, was mich eigentlich nur noch zu einem viel besseren Planer macht, weil ich kann Dinge einbeziehen, von denen ich noch gar nichts weiß. Ich schwöre, ich liebe das. Du kannst einfach ewig an einem Plan sitzen. So, da saßen wir jetzt 2 Jahre dran und ich denke, wenn wir das geschafft haben, dann haben wir auf jeden Fall den schönsten Turm possible. Das kann zum Beispiel ein Video sein, das kann ein Lied sein, das kann einfach dein eigenes Business sein. Und dann denkst du so, okay, fuck. Und du saßt ja jetzt 2 Jahre dran und das, schau mal, Phase 1 funktioniert nicht. Und jemand anderes hat in der Zeit einfach mal losgelegt. Der hat einfach in diesen 2 Jahren schon gehustelt. So, der hat das alles schon an Tag 1 probiert. Einfach, der hat nur an Ebene 1 gedacht. Und dann hat er irgendwie gemerkt, ja, okay, aber das funktioniert. Das funktioniert. Und dann hat er das hier geschafft. Aber du saßt da irgendwie 2 Jahre dran, um allein das hier herauszufinden und dann, dass das nicht klappt. Natürlich braucht man irgendwie eine Form von Plan, aber ganz oft reicht einfach nur Phase 1 zu kennen, also den nächsten Schritt in Richtung des Ziels, das man versucht zu erreichen. Weil hätte man hier den ersten Schritt direkt ausprobiert, hätte man sich einfach in Gedankenkraft die folgenden 3 sparen können. Zum Beispiel stehen wir jetzt hier und wir wollen dahin und wir haben keine Ahnung, wie kommen wir denn dahin, weil alles, was wir gerade haben, ist das. Dann kann man ewig versuchen, hier daraus das zu basteln, bis man irgendwann das bekommt oder sagt, okay, ich versuche einfach mal einen Step zu machen. Man macht einen Step und hat dann einen neuen Blickwinkel gefunden und sieht dann, ah, guck mal da hinten. Und dann weiß man schon viel eher, okay, welchen Schritt muss ich jetzt machen? Den hier. Und so weiter und so fort. Come on! Come on! Hier. So geht ein erfülltes Leben. Euer Herz sagt euch, was sich für euch richtig anfühlt, was eure Herzensangelegenheit ist. Und euer Kopf ist dafür da, um herauszufinden, wie ihr das hier möglich macht. Und so kommt ihr zum erfüllten Leben. Und jetzt kommt, was viele falsch machen, mich eingeschlossen. Ihr gebt eurem Kopf die unmögliche Aufgabe zu sagen, was zu tun ist. Und euer Kopf denkt sich, okay, ich habe ja kein Gefühl zur Verfügung, aber Daten und Informationen. Euer Kopf sagt, okay, let me find some data. Und ihr kennt diesen einen Freund, der liebt einfach sein Auto. Dann sagt ihr, okay, ey, der scheint mit seinem Auto glücklich zu sein, ich eigne mir das an. Und dann geht euer Wie an euer Herz und das geht ja gar nicht so, weil wie soll euer Herz jetzt herausfinden, wie es an dieses Auto kommt? Das wäre eine Aufgabe des Kopfes. Also wenn wir den Kopf dann auch noch hier einsetzen, dann hätten wir ja gar kein Herz mehr und dann geht es ja gar nicht mehr um euch. Dementsprechend ist es unmöglich. Und warum es noch weiterhin unmöglich ist, das macht euren Freund A glücklich, aber euren Freund B, der ist ein bisschen uncooler als der, weil er kein Auto fährt, der liebt es, Berg zu steigen. Aber das ist gar nicht kompatibel. Was soll zum Beispiel euer Freund mit dem sein A Ziel, was diesen Typ glücklich macht, der kommt ja mit dem Auto gar nicht hoch. Und euer Dad, der liebt zum Beispiel 40 Jahre lang in eine Firma zu gehen. Und euer YouTuber, der sagt, es geht nur ums Geld. Was einen glücklich macht, ist einfach subjektiv. Und was euch glücklich macht, das könnt ihr euch nur selbst beantworten. Was wir ja auch alle ständig machen, ist andere nach Rat fragen. Und es ergibt auch Sinn, aber eher beim Wie als beim Was. Du kannst auf die gleiche Frage von 1 Million unterschiedlichen Menschen 1 Million unterschiedliche Antworten bekommen. Und das sorgt ja für nur noch mehr Verwirrung und das wollen wir ja gar nicht. Wenn ihr aber mal in euch geht, euch wirklich mal hinsetzt und überlegt, was will ich wirklich, wenn alles möglich wäre, alles, alles, so ihr seid auf jeden Fall gesichert, Geld spielt nur bedingt eine Rolle, so ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr habt kein Judgment von anderen Leuten, alles geht, was ist es? Und meistens hat jeder irgendwas davon und ganz oft wurde es einfach nur unterdrückt, weil andere Leute gesagt haben, das ist Schwachsinn aus ihrer Perspektive. Und wenn ihr dann herausgefunden habt, was es ist und es ist zufällig Bergsteigen und ihr liebt es über alles, dann geht ihr zu Freund B und fragt den, wie hast du das gemacht, dass du das zum Mittelpunkt deines Lebens gemacht hast. Und dann könnt ihr aber immer noch zu eurem Freund A gehen und fragen so, ey, wie hast du es geschafft, so lange für dein Auto zu sparen, weil dieses Wissen vor euer Vorhaben wichtig sein kann. Und ihr könnt euren Vater fragen, ey, wie ist es mit der Firma? Kann man irgendwie so ein Sabbatjahr nehmen oder so? Weil der weiß darüber was. Und dann könnt ihr auf YouTube gehen und herausfinden, wie ihr viel Geld verdient, damit ihr euer Ziel verwirklichen könnt. So, das war meine Präsentation und ich mache jetzt weiter, genau das nicht zu tun, um meine eigenen Ratschläge nicht zu beherzigen. Let's get it!